Okay, in Trizen hat leider nichts gebracht. Und ich glaube, dir gebe ich lieber noch mehr Reiter. Pferdchen haben wir dafür ja. So, fährt eigentlich nur noch die Totenbeschwörung, dann haben wir die wichtigsten. Oh, wir haben kein Weizen mehr. Jetzt muss ich sehr viel Weizen kaufen. Stimmt das soweit? Ne, 442. Ja, eine Akkordarbeit wäre auch nicht schlecht. Aber ist nicht unbedingt notwendig. Ja, die Armee ist die einzige, die noch wirklich gefährlich ist. Mit den 10 Reitern. Aber dank den ganzen Militärsforschungen dürfte und dem der Totenbeschwörung noch dazu, dürfte das wesentlich einfacher gehen. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Also ja, Konradin zurückdrängen, das ist eigentlich dein erstes Ziel. Da müssen wir wahrscheinlich von hier aus uns um die drei Bewohner des Rebellenkönigreichs kümmern. Das alte Druidengrab ist der Versammlungsort für die Rituale der Heiden und ihr größtes Heiligtum. Mhm. Das war die eine Sache. Das Gebäude wurde ausgebaut. Festung der Wilden. Diese Festung ist im Reich der Wilden weithin sichtbares Monument und Sitz ihres Häuptlings. Ja. Und hier haben wir. Allem Anschein nach das Ergebnis von Naturgewalten ist dieser Erdrutsch in Wirklichkeit den Einsiedlern und ihrem Streben nach Einsamkeit geschuldet. Mhm. Also wenn wir mal so einen Blick drauf werfen. Hier gibt es nur Fisch und Holz. Hier gibt es jede Menge anderes Zeug. Hier sind unsere Forschungsteile. Hier gibt es Holz und Nahrung. Und hier ist so ein Zentralknoten, ja.
Und hier ist der Festplatz. An diesem Ort werden wichtige Gelegenheiten im Leben der Tandria feierlich begangen. Hochzeit des Siegens feiern, Unabhängigkeitserklärungen. Jo. Uns fehlt ein bisschen Bier, okay. Dann kauf noch einmal für 10 Münzen Bier auch ein. Niemand hat Lust, das letzte Pferd zu holen. Oder ist es schon... Ah, es ist schon da. Okay. Gut. Und ja, es fehlt jetzt gerade wirklich hauptsächlich das Bier. Die Nahrung auch ein bisschen, ne? Also 5 Nahrung fehlen jetzt noch. Und ja, man merke, unsere Rinderzüchter, die... haben ein bisschen... unsere Rinder und Schweinezüchter haben gerade ein bisschen Engpass wegen dem fehlenden Weizen. Aber wir haben jetzt unser Bier, was wir brauchen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So. So, jetzt haben wir Geschwindigkeit hier auf jeden Fall. Brauchen wir, wie gesagt, nur noch die Totenbeschwörung. Ups. Das war die Architektur. Ich kann das leider nicht abbrechen. Nee. Nee. Das heißt, wie viel Bier brauche ich jetzt wieder? 4 plus 8 plus 6. 18 also. Also nochmal 5 Bier. Oh, und Bücher brauchen wir dann auch nochmal. Zum Glück habe ich gerade genug Geld.
Entschuldigung, das war jetzt keine Absicht. Das war wirklich keine Absicht jetzt. Eine neue Technologie wurde von eurem Geistlichen ergründet. Oh, das brauchen wir dann auch noch. Sehr gut. Eure Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten erreicht. Oh, nebenbei Handelsaußenposten. Gibt's hier auch irgendwas? Nein. Nur hier das in der Mitte. Okay, Bücher und Bier wird alles geliefert. Das heißt, in dieser Aufnahmesession können wir den Angriff noch vergessen. Wir müssen bis zur nächsten warten. Wie gesagt, das Gute ist, Konrad, den kann ich so viele Truppen ausbilden. Er kann auf jeden Fall keine Reiter ausbilden. Und ja, die große Mauer haben wir hier auch noch. Errichtet vor König Daniel dem Älteren dient die Bastion nur einer einzigen heiligen Aufgabe, der Verteidigung und dem Schutz des vergessenen Königreichs. Ja. Wieder mehr Getreide, wieder Ringe verkaufen. Dieses Mal aber. Hey, und für 4. Und 2 habe ich auch noch genug. Dann können wir nämlich noch die Akkordarbeit machen. Theoretisch kann ich die hier abreißen. Weil die Werkzeuge, die wir jetzt haben, reichen erstmal. Und wenn nicht, dann können wir immer auch Maschinen bauen. Erforschen. Böser Blick sollten wir dann auch erforschen, damit wir dann irgendwann das neutrale Territorium bekehren können. Und einfach erobern. Oder wir kriegen es einfach. Ach cool, die Außenposten sind gar nicht besetzt. Die auch nicht. Nur hier sind sie komplett besetzt. Wahrscheinlich sind das dann wieder 3 verschiedene... Also für jeden Zweig eine Sache. Also hier wahrscheinlich mit Militärgewalt die Wilden einnehmen. Wahrscheinlich die Druiden mit Forschung bekehren und die Einsiedler mit Handel oder so. Könnte ich mir voll gut vorstellen.
Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Ich würde aber sagen, wir speichern jetzt hier mal. Speichern, ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder nach diesem Cut. Bis gleich.